Hallo Leute, ich park hier nur. Got a Soviet fixer in town. My client wants to show some hospitality. Get to know our unexpected guest. Go to the port in Kabuki. Pop a GPS on our comrade's ride. Car came with him all the way from the USSR. More info attached. Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe gemerkt, dass wir da eigentlich schon wieder über der Zeit sind. Deshalb habe ich das gecuttet in zwei Stücke. Mal schauen, was jetzt hier eben auf uns wartet. Sabotage. GPS-Tracker an Mikhail Akulovs Auto platzieren. Hafen Kabuki. Die Ankunft des sowjetischen Topfixes. Mikhail Akulov in Night City hat für Furore gesorgt. Bisher heißt es, er sei nur für einen kleinen Deal in der Stadt. Echt jetzt? Der berühmteste Fixer der gesamten UdSSR soll persönlich für irgendwelchen Kleinscheiß in Night City antanzen? Das glaubt doch wirklich kein Mensch. Also, was hat er vor? Wieso ist er in Night City? Mein Kunde will Antworten auf diese Fragen. Deshalb sollst du einen GPS-Sender im Auto unseres geschätzten Genossen platzieren. Aber achte darauf, dass du die Sache sauber und leise über die Bühne bringst. Okay, das heißt jetzt für mich eigentlich eher, dass wir hier schleichen sollen. Unbemerkt und ungesehen. Und dafür bleibt unbemerkt optional. Huch. Müssen wir uns erst ein bisschen umschauen, wo die besten Einstiegspunkte sind. Da könnte man über den Zaun. Wäre schon mal eine gute Möglichkeit. Und da kann man rein. Zaun zu stören. Nee. Obwohl, irgendwie müssen wir auch wieder raus. Wir machen es mal so, dass wirklich niemand mitbekommt, dass jemand drin war. Wie kann ich die Leute da vorne scannen? Einen kurzen Ping machen vielleicht. Ach du Scheiße. Okay, das sind echt viele. Auch aufpassen, ob nicht irgendwo Kameras sind. Zum Beispiel da drüben. Okay, sorry, ich dachte gerade, die Kamera wird uns sehen. Das sah gerade richtig so aus, als ob die Kamera uns sehen würde. Okay, es sind Arbeiter hier auf jeden Fall. Ein Roboter. Scharfschützen. Das sind drei Stück. Ja, könnte schon ein bisschen was anderes hier werden. Noch ein Roboter. Mikhail Akulovs Auto. Kostet das 52-fache von dem, was der durchschnittliche Bewohner von Night City im Laufe seines ganzen Lebens verdient? Könnte man da hacken? Was ist das? Zugangspunkt. Ist auch noch einer. Ist auch einer. Okay, ich glaube, das waren alle Kameras. Vier Stück.
irgendwie die Cams ausgeschaltet. Ne, warte. Umpolen wäre besser. Shit. Nein, ist irgendwo da vorne. Umpolen wäre besser. Falls ich jemanden übersehen habe, wird der mir dann angezeigt werden. Das bleibt ja die ganze Zeit eigentlich. Dauer unbegrenzt, ja. Eine einzige Kamera ist leider jetzt nicht. Oh shit, gepolt. Okay, die ist zum Beispiel umgepolt, das ist gut. Den habe ich zum Beispiel schon übersehen. Jetzt ist die Frage, welche Kamera ist das? Ich die vielleicht vergessen habe. Die ist umgepolt. Habe ich auch einen vergessen. Die Kamera ist auch umgepolt. Dann ist wahrscheinlich die vorderste bei den drei Leuten. Das ist auch einer, den ich vergessen habe. Da drüben ist das Auto. Kann ich das markieren? Nee, kann ich nicht. Du wirst nie mitkriegen, wer dich schlafen gelegt hat. Das ist tödlich. Lassen wir jetzt mal. Dann wacht er wieder auf. Habe ich auch einen vergessen. Der schaut direkt in unsere Richtung. Shit. Speichern. Ne, die ist ungepolt. Holy shit! Das lief fast schlecht. Hallo? Alter. Das lief fast schlecht. War echt ganz knapp. Okay, der steht einfach vor dem Laptop. Komm hier nicht durch. Hier vorne war doch noch ein Roboter am rumlaufen, oder nicht? Ich glaube, der andere bewegt sich gleich wieder. Der da oben. Können wir den mit einem leisen Schuss ausmerzen? Nein, nicht ganz. Das interessiert ihn null. Oh shit. Das ist ein Roboter.
Systemzusammenbruch, bringt das was? Es ist gerade ein bisschen eine heikle Lage hier. Die bleiben alle dort. Steht da direkt vor dem Auto. Er sieht uns ganz kurz. Müssen wir von vorne ran oder von der Seite? Die Kameras sind zwar gut, aber es ist ein bisschen doof, dass die ganze Zeit die Leute wieder aus. Holen, also nicht, also ummarkieren. Darum gibt es nichts zum Ablenken. Das kann ich nicht hacken. Kann ich den leise ausschalten? Vielleicht wäre das eine Way to go, ihn oben leise auszuschalten. Dann würde vielleicht niemand mitkriegen. Ernsthaft? Reinigungsmaschine. Eigentlich sollte uns da niemand sehen. Ich schalte die Kameras aus. Kurz einen Ping machen. Der hier oben? Ja, ich glaube nicht, dass er uns sehen würde. Aber der Roboter ist einerseits ein Problem. Gerät anbringen stand doch da gerade. Hallo! Lasse die Docks. Bleib unbemerkt. Müssen wir irgendwo raus. Der Mech kommt zurück. Ich muss einen anderen ablenken. Ich könnte auch hier einfach drüber klettern wahrscheinlich.
Geht nicht. Schläft der andere noch? Der ist weg. Ist das gut? Ein gutes Zeichen, ich weiß ja nicht. Leise sein. Still und heimlich, niemand wird es merken. Vielleicht gäbe es auch noch irgendwas zu holen, aber das könnten wir doch ein anderes Mal mitnehmen. Die Kamera ist aus. Kommen wir hier rüber? Ja. Niemand bemerkt. Perfekt. Silent and effective, just like in the movies. Except we don't make that sort of scratch, but can't have everything, right? Gig closed. Nice. Sehr gut. 2600. Ruhig und lässig. Profi-Hard. Danke, Vi. Am Übergabeort findest du ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Sieh nach, wenn du einen Moment hast. 150 Meter. Gleich, nachdem wir hier etwas aufgeräumt haben. Nope. Ein Schuss, ein gezielter Treffer und das war's. Ich weiß auch nicht, wieso ich das immer mache. Es hat einfach was Befriedigendes an sich. Die Stadt zu säubern, auch wenn es eigentlich absolut unnötig ist und uns nichts bringt. Ganz kurz schauen, ob hier was im Wasser ist. Sind zwar Kisten, aber nichts Spannendes, ne. Da oben. What the hell? Aye, a rogue and a cheat I may well be. But a voice you must have. A voice you must follow. For ye are but humans. Wer bist denn du? Brian Rose. Zwei Leute boxen. Ich muss ja schon sagen, ich glaube, die Updates haben wirklich viel Leben ins Spiel gebracht. Ich kann mich nicht erinnern, dass das vor den Updates, also auch 2.0 und 2.1 und so weiter, wirklich so lebendig war, das Spiel. Eine Mod habe ich nicht drin, die das irgendwie ändern würde. Das Einzige, was ich mittlerweile, glaube ich, drin habe, ist eine Traffic Mod. Also, dass mehr Verkehr herrscht. Also in Cyberpunk auch gut ist und passend. Alles gut, ich will auch keine Ärger. Ist bloß schön hier eigentlich.
Also ja. Schön, und dann biegt man eine Kurve ab und dann sieht's so aus. I can be anything you want me to be. Nee, nee, ist grad gut, danke. 100 Meter. Okay, da steht der. Nehme ich mal mein Auto wieder. Danke, Jungs. Da drüben, ne? Hinter dem Tatort. Ja, ich habe auch kein gutes Gefühl. Bei ganz NC nicht. Mission abgeschlossen. Willkommen in Amerika, Genosse. Auch selbst hier sind die Russen mit dabei. Also jetzt nichts gegen Russen, kein. Nicht falsch verstehen, bitte. So habe ich es nicht gemeint. Ich meine bloß, die sind. Ich meine bloß, also ja. Die sind eigentlich ja öfter in Spielen immer als die Schurken dargestellt. Was theoretisch eigentlich mies ist. Aber das zieht sich also durch. Kann man nicht ändern. Wo geht's denn hier hin? Hey, wir haben ein paar neue Aufträge für dich. Mach das ordentlich und bald hat jeder deinen Namen gehört, der in dieser Stadt irgendwas zu sagen hat. Ach so, das Motel. Du sitzt im Nirgendwo. Ich glaube, die haben hier Drogen gefunden. Nee, ich will keinen Stress. Das ist manchmal doof. Ich will doch keinen Stress, Leute. Okay, der nächste Auftrag wäre gleich da unten. Und dann gibt es noch zwei da oben, die neu sind. Ich weiß halt nicht, müssen wir jetzt wirklich... wirklich alle machen? Pinewood. Naja. Lässt sich nicht ändern. Naja, ich würde sagen, das war's für heute wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077 und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.